kennst du dich eigentlich auch so ein bisschen aus mit Fußball? Also könntest du jetzt einen Abseits erklären? Mich fragen die Leute immer, kannst du einen Abseits erklären? Ich kann es nicht. Also ich fand es ja mal so ein bisschen schwierig, wenn man dann so im Internet guckt, wie das so beschrieben wird, dann denkst du irgendwie, das kapiert man nie, ne? Und dann hat mein Schatz mir das irgendwie so erklärt, so, dass ich das mir bildlich so vorstellen konnte. Mhm. Und ich denke, ich kann das erklären. Soll ich mal versuchen bei dir? Ja. Gib mir mal deine Karte. Okay. Also, das ist hier unser Tor. Mhm. Ja, unser Tor. Und hier, machen wir jetzt mal so, sind unsere Spieler. Also die sollen eigentlich den Ball, der von da kommt, abwehren. Und ja, hier steht einer dazwischen von der gegnerischen Mannschaft. Und ja, wenn das passiert, dann ist es ein Abseits. Das ist alles. Ja, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig erklärt. Aber eigentlich ist es so. Krass. Hast du verstanden? Ja. Unser Tor, unsere Jungs, die den Ball abwehren sollen. Und hier ist einer von der gegnerischen Mannschaft und dann ist ein Abseits. Es können auch zwei von der gegnerischen Mannschaft sein oder drei, das ist wurscht. Aber wenn hier einer von den anderen steht, dann ist es ein Abseits. Ich habe so viele Fußballer gefragt, die konnten mir das nicht so gut erklären wie du. Vielen Dank. Man sagt ja auch, die sind nicht die hellsten, ne? Und da sind sie gerade auf dem Weg nach Brasilien. Aber guckt mal, wer da im Flugzeug eingepennt ist. Der gute Schweini. Oh. Ja, und Poldi hat gedacht, hey Mensch, das werde ich gleich mal fotografieren. Die rote Sau. Die rote Sau? Die rote Sau. Warum? Ja. Wieso rote Sau? Er spielt ja bei Bayern, ne? Ach so. Und deswegen, dann sind das rote Säue? Ja, ich sage immer rote Sau. Ach stimmt, weil hier Dortmund und so gibt's. Ah, okay. Habe ich mal gelesen. So Mädels, wir sind jetzt hier auf meinem kleinen Spielfeld, weil okay, ich meine, es ist eine Fußballsendung, ja? Und was gehört zu Fußball dazu? Teambildung, und das möchten wir auch heute machen. Nicht elf, sondern zwei Freunde müsst ihr sein. Deswegen spielen wir heute eine Runde Brain and Body. Silla, du wirst das Brain sein. Ich werde dir gleich Fragen stellen. Kannst du sie richtig beantworten? Alles gut. Kannst du sie nicht richtig beantworten? Dann warten lustige Aufgaben auf Natascha. Nee. Nee? Nö. Ja, das ist ja genau die richtige Voraussetzung für Brain and Body. Silla, das heißt Anstrengung für dich. Okay, es werden Fußballfragen sein. Ja? Ich hoffe, du hast deinem Freund gut zugehört. Wie lang ist denn die Verlängerung? Wichtig ist, Natascha darf nicht helfen. Ach, schade. Auf gar keinen Fall, das ist die Spielregel. Ich möchte von dir wissen, wie lang ist denn die Verlängerung? 15, 30 oder 45 Minuten? 15. Das ist falsch. Es sind 2×15, es sind 30 Minuten. Tut mir leid. Also Natascha, du darfst dich auch einstellen. Es gibt auf jeden Fall was Gutes zu trinken. Ja, ich bin begeistert. Ja? Caipirinha wolltest du nicht? Gibt's ja was anderes? Gibt's so, was nächste Frage an Silla. Silla, wie heißt denn die Hauptstadt von Brasilien? Sao Paulo, Rio de Janeiro oder Brasilia? Okay, ich Mädels? Geh schon mal. Ich geh schon mal. Mädels, aber sowas überhaupt gar nicht. Du bist jetzt auf dich alleine gestellt. Du bist quasi heute Torwart. Ist ja auch mal alleine. Was war das zweite nochmal? Rio de Janeiro. Ja, das sagst du? Ja. Oder? Nein, Sao Paulo. Sao Paulo? Ja. Log ich ein. Dim, 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 dim. Die richtige Antwort ist, die Hauptstadt von Brasilien heißt so. Fast wie diese Sendung. Brasilia, es ist leider falsch. Ach, scheiße. Tut mir echt leid. Natascha? Du machst das mit Absicht, ne? Schon gefrühstückt? Sorry. Ach, weißt du, das mache ich so nebenbei. Was bekommt jeder Spieler des FC Kopenhagen pro Sieg von einem Sponsor? A, zwei Porno-DVDs, B, zwei Kästen Bier oder C, zwei Fluggutscheine? Zwei Fluggutscheine. Sicher, Silla? Oder Bier? Sicher, Silla? Ich denke Bier. Was glaubst du? Was schätzt du? Also ich hätte jetzt auch Bier gesagt, weil Alkohol da sehr, sehr teuer ist. Stimmt. Das ist quasi ein Kleinwagen, den man dann geschenkt bekommt, meinst du? So ungefähr. Also Bier? Ja, ich bin auch für Bier. Gut, loggen wir ein. Ich schaue mal nach. Upsi, die Spieler des FC Kopenhagen Scheiße. Bekommen pro Sieg von einem Sponsor genau zwei Porno-DVDs. Was? No. Naja. Ja? Wir können ja natürlich sagen, ihr seid ein Team, ne? Das heißt, wenn Silla jetzt kann ich nicht Ketchup, kann sie helfen. Kann ich nicht Ketchup so direkt? Was ist denn das? Das ist die perfekte Mischung. Das ist alles richtig jung. Richtig lecker. Das ist Ketchup, Schokosoße und Fanta. Das sind alles drei wunderbare Sachen. Das muss er jetzt nicht austrinken, ne? Der Kotzeimer steht da. Ja, kann ja die Silla auch ein bisschen helfen. Ich würde auch einen Schluck nehmen. Also ich nehme jetzt nochmal einen Schluck, weil ich neige echt zum Kotzen. Das sage ich euch gleich. Also ich entferne mich mal, ne? Natascha, Natascha. Ey, warte mal. Das ist gar nicht so übel, ey. Echt? Ja. Dann Echsen. Kannst echt mal probieren. Ich muss jetzt auch mal, ne? Ja. Also wenn man da noch ein bisschen mehr Honig reinmacht, dass es dicker wird, dann könntest du es für eine Barbecue-Soße nehmen.